ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Reihe Tarot lernen. Wir gucken uns heute die Karte mit der Nummer 13 der großen Arkana, den Tod, an. Wenn du es noch nicht gemacht hast, schau dir gerne das Tutorial, das Einführungsvideo in die Reihe Tarot lernen an. Da gehe ich nochmal auf das Kartenlegen, auch auf das Tarot-Deck und so weiter, noch einiges mehr ein. Da kriegst du nochmal einen guten Hintergrund über das, was wir hier eigentlich machen. Den Link dazu findest du in der Infobox dieses Videos. Ja, wir fangen jetzt so an, wie wir immer anfangen. Und zwar gehe ich alle Karten, die wir bis jetzt hatten, noch einmal kurz durch, weil wir hier aufeinander aufbauende Karten haben. Wir haben hier einen Entwicklungsprozess mit wichtigen Stufen zwischendurch. Und ja, wenn du das alles schon kennst, weil du vielleicht auch die anderen Legungen schon gesehen hast, die anderen, also nicht Legungen, die anderen Videos, dann spul einfach vor, bis wir zu der Karte dem Tod kommen. Für alle anderen geht es jetzt einmal hier nochmal los. Also, als erste Karte der ganzen Reihe haben wir den Narren. Der Narr hat sich von etwas Altem getrennt, etwas Neues noch nicht begonnen und bewegt sich quasi so in einer Art Zwischenland. Wenn man aber etwas Neues starten will, muss man sich irgendwann für irgendeine Richtung entscheiden, beziehungsweise fängt an, automatisch sich auf irgendwas auszurichten. Das haben wir mit dem Magier. Das geht erstmal nur um die Ausrichtung auf eine Sache. Habe ich mich ausgerichtet, lerne ich das Ganze mehr kennen, lerne das vielschichtiger kennen. Da haben wir die Hohepriesterin, mit der sehr viel Differenzierung möglich ist und das Ganze aber auch noch erstmal sehr auf seelischer Ebene stattfindet. Wir haben ja eine gute Anbindung an uns, an das Geschehen und gehen da erstmal, ich sag's mal in Anführungsstrichen, noch etwas vage vielleicht dran. Das Ganze wird deutlich erdverbundener und auch fassbarer mit der Herrscherin, die das weibliche Prinzip im Tarot verkörpert. Mit der Herrscherin nehmen wir die Dinge, wie sie kommen, die dazugehören, lassen das alles ja, durch uns durchfließen und ja, spüren, was das Ganze mit sich bringt und geben dem Ganzen erstmal Raum, um dann aber zielgerichteter auch weiterzukommen. Haben wir hier das männliche Element im Tarot, da haben wir den Herrscher. Der Herrscher, eben die männliche Energie, gibt den Dingen mehr Form. Wir haben hier auch das aktive Element, wir haben hier eine Strukturierung und quasi eine Ordnung der Dinge, wie wir sie bis jetzt kennengelernt haben. Wir denken drüber nach und ja, genau. Dann haben wir da für uns erstmal schon gewissermaßen ein bisschen Klarheit in die neue Ausrichtung bekommen. Wichtig ist, dass wir natürlich die neue Ausrichtung, auf die wir uns hier eingelassen haben, nicht komplett fassen können. Das ist einfach so. Da gibt es höhere Gesetzmäßigkeiten hinter Strukturen, die wir erstmal kennenlernen müssen und zu denen wir erstmal Ja sagen müssen, weil wir sie so vorfinden. Das ist der Hierophant. Das heißt nur, nicht ein, ich sage stumpf Ja zu allem, sondern ach so, das bist du? Ja, okay, dann bist du so. Das erstmal annehmen, das ist der Hierophant. Wehre ich mich gegen das Annehmen, ich sage es immer wieder, ist der Prozess, den wir hier haben, an dieser Stelle vorbei. Nehme ich die Dinge an, geht es weiter. Und wenn ich die Dinge angenommen habe, kann ich eine Entscheidung treffen mit den Liebenden, die für die Liebenden stehen können. Aber eigentlich hieß die Karte mal The Choice, also die Wahl, die Entscheidung. Und hier geht es darum, wirklich nochmal Ja zu dieser ganzen Sache zu sagen, die ich hier angefangen habe. Sage ich Ja zu dieser ganzen Sache, geht es weiter. Sage ich Nein, ist der Prozess an dieser Stelle vorbei. Und es ist auch okay, Nein zu sagen, aber hier sagen wir natürlich Ja, weil es geht ja weiter. Und dann kommt der Wagen. Der Wagen steht für einen Aufbruch. Mit dem Wagen kann ich dann aufbrechen, kann mich in dem neuen Schwung, den ich hier gekriegt habe, in dem neuen Elan, in der neuen Sache auf den Weg machen. Und je mehr ich mich auf dem Weg mache, umso mehr Kräfte, umso mehr Potenziale kann ich aus mir rausholen, kann ich sich entfalten lassen, die ich eben dafür brauche, die ich aber auch nur abrufen kann, wenn ich mich wirklich entscheide. Je tiefer ich mich für eine Sache entscheide, umso mehr Potenzial rufe ich ab. Leute, die sich nie für irgendwas entscheiden, haben auch Schwierigkeiten, dann Potenzial abzurufen, weil halt eine Entscheidung einfach wichtig ist. So, nachdem wir hier in der neuen Sache eben sehr, sehr viel Fortschritt gemacht haben, haben wir hier eine Plateauphase mit dem Eremiten. Ne? Entwicklung ist immer so, es gibt Entwicklung nach oben, wo sich viel tut. Und dann haben wir so quasi Plateauphasen, nennen die sich. Das sind Pausephasen, wo wir über die Dinge nochmal nachdenken, das Ganze erstmal sacken lassen.
rund werden mit dem, was wir gemacht haben, und dann geht es weiter in die Entwicklung, dann kommt wieder Plateau und so weiter und so fort. Mit dem Eremiten haben wir also so eine Phase, gucken uns, gehen in uns, gucken uns an, was jetzt überhaupt alles passiert ist und verknüpfen die Dinge. Wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir eben Ja zum weiteren Fortschritt sagen, können wir Ja dazu sagen, dass sich die Dinge auch wirklich weiterentwickeln mit dem Rad des Schicksals, das dann in Wallung kommt, wo man merkt, die Zahnräder der Welt fangen an, anders ineinander zu greifen. Dann haben wir die Karte die Gerechtigkeit. Hier werden das Alte. Das hier ist ja das Neue, das heißt, es gibt auch was Altes. Ne? Wir haben uns jetzt sehr stark dem Neuen gewidmet, aber wir müssen das mit dem Alten auch noch irgendwie verbinden. Wir fangen ja an, irgendwie umzudenken und müssen dann das Alte und das Neue in Relation und in Waage bringen. In Waage und Relation zueinander bringen, um dann auch sagen zu können, okay, ich bin jetzt rund damit, das Alte und das Neue habe ich jetzt in mir zusammengebracht, wir können dann auch irgendwie weitergehen, da gibt es keine Reibung mehr. Und dann passiert das, was wir hier mit dem Gehängten haben, dann kann ich dem Neuen nochmal richtig Raum geben, weil ich mich nochmal an einer Stelle mehr dafür entschieden habe. Auch die Gerechtigkeit bringt eine gewisse Entscheidung mit. Das heißt, wir sehen hier, es gibt immer viele Stufen in einem Entwicklungsprozess oder auf einem Weg, den ich gehe, mich entweder weiter dafür zu entscheiden oder zu sagen, nee, will ich doch nicht, ich steige aus. Und das ist auch okay. Hier haben wir uns natürlich wieder dafür entschieden und können dann anfangen, diesem Neuen, was wir hier uns erarbeitet haben, einer neuen Sichtweise ganz viel Raum zu geben, ganz viel umzudenken. Auch hier haben wir eher eine Plateauphase, hier ist es eher Stillstand oder etwas, was nach Stillstand aussieht, wo sich im Innen aber ganz, ganz viel tut. Und genau, wir mit dem Gehängten, die eine neue Perspektive einnehmen können und uns auch die Erlaubnis geben, das zu tun. So, jetzt kommen wir zum Tod. Bedeutet natürlich nicht, dass jemand stirbt. Ne? Also wir haben hier ein bisschen andere Bedeutung. Da komme ich aber gleich zu. Guck dir einmal erstmal die Karte an, bevor ich etwas dazu sage. Und ja, dann, wenn du etwas mehr Zeit brauchst, noch dann stoppe kurz das Video. Ich fange jetzt erstmal an, auf die Symbole einzugehen. Im Großen und Ganzen haben wir hier mit dem grauen Hintergrund wieder eine gewisse Neutralität. Wir haben mit der herabhängenden Feder, die wir hier oben am Helm haben, quasi ermattete Kräfte. Wir haben die Blickrichtung dieser Menschen nach links und die Menschen können dafür irgendwie, heißt es, nur ein gewisses Ende sehen. Wir haben hier einen Kleriker, Edelmann oder wie das auch heißt, ein Mädchen und ein Kind. Das Ganze soll bedeuten, dass der Tod für alle gleich ist und dass alle gleichermaßen eben davon betroffen sind. Und das geht jetzt nicht um den krassen physischen Tod, den wir alle irgendwann haben, sondern hier geht es tatsächlich um andere Formen der Abschiede. Der Blick geht hier Richtung Sonnenaufgang. Hier hinten geht die Sonne auf und das ist auch das ganz wichtige Element. Hier geht es nämlich tatsächlich darum, dass mit dem Tod immer eine Neugeburt angestrebt wird, dass ich etwas Altes von etwas Altem ablassen muss, um dann etwas Neues auch beginnen zu können. Das ist halt wichtig. Dann haben wir die weiße Rose, die für ewiges Leben steht. Und gleichzeitig aber auch das schwarze Banner für Ende und für Trauer. Ja, und es ist einfach so, dass mit dem Tod einfach gemeint ist, dass man etwas Altes abstreift. Ohne dass ich etwas Altes abstreife, kann etwas Neues nicht anfangen. Und hier nochmal zu den Menschen, die quasi nach links gucken, was bedeuten soll, oder nach Westen, was bedeuten soll, dass die nur das Ende sehen können. Wir können als Mensch, sind wir so in diesen Themen häufig drin, die wir haben, dass wenn da etwas zu Ende geht, wir ganz stark den Blick auch auf dem Ende haben und häufig zwar wissen, okay, danach kommt bestimmt was Gutes, Neues, aber das können wir in der Regel nicht sehen. Und das ist auch okay, das gehört einfach zum Prozess dazu, das gehört zum Abschiedsprozess dazu, den wir
immer haben, wenn wir irgendwas Altes verlassen, wenn wir etwas Altes abstreifen, ob das jetzt Kleinigkeiten sind oder ob das größere Dinge sind. Aber das ist hier einfach mit der menschlichen Sichtweise gemeint. Das Eigentliche geht immer nach vorne, da ist der Blick ist eigentlich immer dahin, dass eine neue Sonne aufgeht und ein neues Leben beginnt. Der Tod ist also tiefe Transformation. Und hier nochmal auch tiefe Heilung, da kommen nochmal Themen in Heilung. Da kann man zu dem, wo man hier gesagt hat, ich gebe jetzt dem Neuen richtig Raum, kann man nochmal mehr differenzieren, was man dann aber auch an Altem hinter sich lässt. Ne? Man geht hier quasi mit dem Gehängten in sich, guckt, was ist denn das ganze Neue und sieht dann ein Stück mehr, wo ich nochmal etwas Altes loslassen muss, damit das Neue auch Einzug erhalten kann. Und das ist die Karte der Tod. So, meine Lieben, das hat wie immer keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Wenn dir dazu noch was einfällt, du dazu etwas sagen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare, um es auch allen anderen zugänglich zu machen. Ich freue mich sehr, dass du da warst und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal bei der Mäßigkeit wiedersehen. Bis dahin!